Aber jetzt würde ich noch an dem Vorderradantrieb ein bisschen rumgifteln. Da ist auch etwas Öl ausgetreten. Ja, könnte noch genug sein. Also irgendwas ist mit dem Antrieb. Jetzt habe ich auf den Zug gespannt. Tut sich aber immer noch nichts. Jetzt muss ich da mal abschrauben und dann gucken. Also hier fehlt der Sicherungsring. Den hat es abgeschmissen. Und der Pin da ist weg. Okay, Wunder. Dann kann er natürlich nicht antreiben. Scheiße. So. Und das hat man von diesen chinesischen Billigdinger. Da sind die ganzen Zahnräder abgerieben. Also auf dieser Seite treibt er deswegen nicht an. Und auf der anderen Seite wegen der mangelnden Geschichte da. Also hier ist alles da. Aber man sieht ja den Kunststoffabrieb. So, den Mitnehmer habe ich jetzt aus der M4er Schraube gebastelt. Jetzt muss ich nur mal schauen, ob ich noch so einen Sega- oder E-Sicherungsring finde. So, da habe ich jetzt die ganze Fett entfernt. Vielleicht hat das so eine Abriebschicht gebildet, keine Ahnung. Jetzt hoffe ich nur, dass ich dieses bei den Karzagen habe ich so einen kleinen Sägering gefunden. Den muss ich aber ziemlich weit spannen. Doch, das hält stark. Okay, jetzt werde ich dann auf der anderen Seite auch sauber machen. Dann kommen die gelben Räder dran. Fertig. So, die Sägerringenden habe ich nochmal mit der Zange zusammengeknipst. Jetzt müsste es aber da schön halten. Das andere Antriebsrad entroste ich jetzt gerade und dann hole ich die gelben von oben und dann gibt es endlich eine Probe. Fett habe ich entfernt, weil das anscheinend doch so eine Schmierschicht bildet. Deswegen ist anscheinend bei dem einen da komplett alles abrasiert. Oder es ist halt einfach Chinesenkacke. So, Montage ist erfolgt ohne Fett. Jetzt muss man nur gucken, wie lange diese Reifen halten. Also Antrieb war beidseitig defekt. Jetzt muss ich mal gucken, wie lange diese gelben Reifen halten. Das war sowieso.
So, wenn schon gelbe Reifen, dann komplett. Jetzt habe ich die hinteren auch getauscht.